Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Diablo 3. Wir müssen das Blut von Soltun Kuhl aus der Höhle des Verräters und aus dem Assassinengewölbe holen. Dazu befinden wir uns hier am uralten Pfad, beziehungsweise jetzt sind wir in den trostlosen Sanden. Und wir gucken uns einfach mal um. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Vielleicht so ein kleiner Dungeon oder sowas. Ein Quest. So ein Nebenquest. Wäre ja auch ganz schick. Hier sieht es sehr interessant aus. Speicherpunkt. Meine Archive liegen unter der Wüste. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Die Horadrim konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Was sind denn das für Viecher hier? Aha. Sind das so eine Art, Geier wahrscheinlich? Boah. Schon wieder die mit den Giftdings hier. Muss man aufpassen. So. Eine Reisetasche. Juhu. Mit von den trostlosen Sanden, Teil 1. Wir, die Zakarum, wollten Kaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. Aber wir haben die Kaiser noch nicht von den uralten Gesetzen des Exils abbringen können. Gefangene, die des Verrats überführt worden sind, werden noch immer in die trostlosen Sande geschickt, um mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen, zu sterben. Unvergleichlicher Schönheit war. Eine große magische das Wasser. Boah, die Viecher sind ja gemein. Und jedes Tier im Umkreis von vielen Meilen getötet. Wüstenvogel. So. Also ist das hier, also sind die trostlosen Sande sozusagen Sibirien. Der Kampf ist vorüber. Für die Gefangenen oder eben auch sehr beliebt war natürlich Australien damals. Für die Gefangenen war ja eigentlich nur eine Strafkolonie von den Engländern. Flop, 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 flop. Bin ich hier richtig? Nein. Ausgesetzter Gefangener. Der hat nichts. Skelettüberreste, Zerfall des Tagebuchs. Meine Mutter hat mich davor gewarnt, der Magierarmee beizutreten. Hätte ich nur auf sie gehört. Im Morgengrauen senden sie die Infanterie gegen die Wistgerei aus. Ich weiß nicht, wie wir das überleben sollen. Vielleicht werden wir es nicht. Es ist hier so schön. Vielleicht würden sie nicht bemerken, dass ich fehle, wenn ich mich in den Bäumen verstecke. Eure Kraft lässt euch im Stich. Staubschlurfer. Ein Cape. So, jetzt warte mal. Ich muss mal kurz. Jetzt habe ich die falsche Taste natürlich gedrückt. Kettenhemd 51. Und das Cape kann ich nicht tragen. Das ist für einen Zauberer. Soweit ich das gesehen habe. Ach nö, schon wieder diese Fliegen. Ring des Blutengels. Hat er wie viele denn noch? Natürlich gleich mal gucken. Ich muss etwas ablegen. Plus 3 Leben pro Treffer. Nee, da sind die Ringe schon besser, die wir tragen. Wüstenraubvogelnest. Ja, klar, versteck dich nur.
Ich trage zu viel. So, 2 Gold natürlich noch. Jetzt hat ein Vogel natürlich immer dabei Gold. Pirscherin der Lakuni. So, ich halte mich hier einfach mal an den Rand. Da ist noch eine Truhe. Ich halte mich einfach am Rand ein bisschen. Damit ich ein bisschen Überblick habe, wie groß das Areal ist. Ah, da vorne ist es ja schon. Warte. Ich kann nicht mehr tragen. Glücksbringende Rauchkugeln. Zauberer Nebenhand. Nö, kann ich eh nicht gebrauchen. So, wo kommen wir hier hin? Assassinengewölbe. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Ah, okay, gut. Ich dachte schon. Okay. Also, jetzt sind wir im Assassinengewölbe. Da müsste ja irgendwo das Blut. Sehr interessant da unten. Das Blut von Soltun Kuhl rumfahren. Skelettbogenmeister. Au. Gemeinheit. Ich wusste gar nicht, dass Skelette auch Blut verlieren können. Meine Last ist zu groß. Die will ich auch gar nicht mitnehmen. So, vampirhafter verstärkter Streitkolben des Winters brauche ich eigentlich nicht. Mag ich keine Streitkolben. So, hier ist schon mal nichts. Gucken, ob wir hier richtig sind. Ach, das ist schon. Da ist so ein Turm wieder. Der natürlich auch Gold droppen lässt. Großer Heiltrank. Ich kann nicht mehr tragen. Ich wollte eigentlich auch nur das Gold, aber okay. Teil von Kains verlorener Reisebibliothek. Duriel, der Herr der Schmerzen. Duriel ist Andariels Zwilling. Ich glaube, dass sie sich verschworen hatten, um Diablo dabei zu helfen, Mephisto und Baal zu befreien. Auch wenn sie in der Vergangenheit beide die geringen Übel unterstützt hatten. Der Herr der Schmerzen bewachte Baals Gefängnis, das Grab von Tal Rasha, als er von Helden getötet wurde. Oh, der fliegt noch ein bisschen. Wo bin ich denn jetzt? Ah, war gerade ein kleiner Leck drin. Wollte gerade sagen, das Skelett, das jetzt so weggeflogen ist, das fliegt noch ein bisschen. Jetzt ist es aufgekommen. Ich glaube, ich bin hier falsch. Oh, der fliegt auch noch ein bisschen. Oh, wow, guck mal an. 17 mit einem Schlag. Super. 11 mit einem Schlag. Ein IQ, was ist denn ein IQ? Ist das auch so eine Art? Müsste eigentlich auch so eine Art, Ich muss etwas ablegen. Außergewöhnliche Klaue? Warum habe ich die jetzt aufgenommen? Ich will mal wissen, was ein IQ ist. 27,5. Ich glaube, den nehme ich mal. Ist auch so eine Art Stab zum Hauen. Sieht auch ein bisschen cooler aus. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Machen wir auch ein bisschen mehr Schaden. Ein Schatzpygmäne wieder. Oder ein Schatzgoblin oder wie man ihn auch nennen möchte. So, was haben wir hier? Derwe, schlittierter Amethyst. Den kann ich noch mitnehmen. 35 Gold. Was haben wir hier drin? 38 Gold. Ist okay. 35 liegt da vorne noch. Da liegt noch ein bisschen was. Dann können wir noch auf den Schatzgoblin hier gehen.
Na, bleib stehen. Natürlich. So. Edler Stahlzauberstab brauche ich auch nicht. Da liegt noch ein bisschen Gold. Ich wollte noch schnell hintergehen. Da liegt nämlich auch noch... Lag doch hier noch Gold. Da liegt aber noch ein Kriesmesser, oder? Genau. Ist für Kriesbrei. Abenteuerliche schwere Axt, natürlich von einem Turm. Aber das ist natürlich das Spielprinzip hier. Ach, da ist es ja, das Blut. Ich gucke aber als erstes mal noch, ob es hier irgendwelche Gegner gibt. Sold und Kuhls Tagebuch. Endlich habe ich das Geheimnis der Seelensteine gelüftet, die uns Horadrim einst von Tyrael gegeben wurden. Sicher eine beeindruckende Schöpfung, aber ich bin sicher, dass sie wiederholt werden kann. Nein, nicht wiederholt, verbessert. Mein Seelenstein soll geschaffen werden, um die Seelen vieler Dämonen zu enthalten. Vielleicht sogar die von Engeln. Sehr interessant. So, wir nehmen das Blut. Tagebuch eines Jägers, Teil 3. Wir haben kurz Archive gefunden. Sie waren merkwürdig leer zu Anfang. Aber Kull hat überall Fallen aufgestellt. Jeder Schritt ist schwerer als der nächste. Es war töricht, etwas anderes zu erwarten. Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass ihn jemand angreifen wird. Vielleicht sind wir Narren. Und doch müssen wir vorwärts schreiten. Und hier hinten haben wir noch ein Buch. Mann, Mann, Mann. Mephisto, der Herr des Hasses. Das Böse von Mephisto, dem Herrn des Hasses, war so durchdringend, dass seine dämonische Essenz, selbst nachdem er besiegt und in einem Seelenstein gefangen war, nach Travinsal durchsickerte und die Zakharum-Priester korrumpierte. Obwohl er denselben Helden zum Opfer fiel, die seine Brüder töteten, graut mir vor den Folgen, sollte er je zurückkehren. Okay. Nein, da ich möchte wieder zum Ausgang des aktuellen Dungeons, denn wir müssen noch zu dem anderen. Wir müssen noch zu der Höhle des Verräters gehen, da liegt nämlich auch noch ein bisschen Blut rum. So, das ist natürlich super, gleich mal hier voll. Wow. So, jetzt aber. Gut, wir setzen unsere Reise fort in den trostlosen Sanden. Pam, 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 pam. 3 Gold, 58 Gold, flop. So, hier, was... Ah, das ist doch eine Reisetasche. Schon wieder was zum Lesen. Mein Gott, voll mit Bildung hier. In tausenden Jahren Geschichtsschreibung kann ich keinen einzigen Bericht darüber finden, dass je ein Gefangener das Exil in den trostlosen Sanden überlebt hätte. Die Wüste ist übersät mit Knochen, die von den ewig kreisenden Blutfalken oder ausgehungerten Lakuni abgenagt worden sind. Wer hier stirbt, erlebt sein Ende ohne das heilige Licht. Mhm. Ein Wegpunkt. Die trostlosen Sande. Den Wegpunkt haben wir jetzt auch. Falls wir mal wieder Urlaub hier machen möchten. Ach, was, wo geht's denn hier lang? Geht's da schon zum Assassinengewölbe? Nein, nicht da reinlaufen. So. Dünenbrecher.
Das ist ein Tier, das ist doch kein Tier. Neues Wissen. Während der Magier-Clan-Kriege beschworen die Wistscherei zum Schutz ihrer Anwesen gigantische Dämonen. Nachdem sie jahrelang in der Wüste umher patrouillierten, wurde die Haut der Dämonen hart wie Stein und Dreck verkrustet. Am Ende überdauerten sie ihre Meister. Heute verraten nur noch die leuchtenden Runen auf ihren Schädeln ihren wahren Ursprung. Die Frage ist jetzt, hier geht's wohl nicht weiter, aber ich denke mal, wir hören uns das Tagebuch eines Jägers dann auch in der nächsten Folge wieder an und schauen dann mal, wo es denn hier weiter... Joa, ist das groß, das Ding hier. Schauen dann mal, wo es in der nächsten... Wo wir das Blut von Soltunkul, beziehungsweise wo die Höhle des Verräters ist. Ganz einfach gesagt, nicht drumherum sprechen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim selber spielen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.